kommen noch Videos mit Mois. Guck mal, das Ding ist folgendes. Ich liebe Mois. Mois ist mein Bruder und ich genieße es auch immer wieder mit Mois zu chillen und zu drehen. Das Ding ist nur, wir sind beide von der Attitüde her so, dass wir sagen, wir hustlen komplett durch. Am allerliebsten würden wir beide 10 Videos für unseren Kanal an einem Tag drehen. Aber ich finde, dabei geht so ein bisschen ja die Besonderheit auch von den Videos und generell von diesem ganzen Vibe so ein bisschen verloren. Ich werde auf jeden Fall noch Videos mit Mois machen, aber ein bisschen weniger, als sie jetzt kamen. Ihr habt es auch gesehen, es war dann irgendwann auch so ein bisschen Overload-mäßig, wenn dann auch so auf einmal so 3-4 Videos mit Mois hintereinander kommen. Da mache ich lieber ein Video, das ich komplett gefühlt habe, das ich richtig geil fand, mit Mois zusammen. Und das schallert dann auch miese durch, ne? Als jetzt irgendwie 10 Videos hintereinander, die jetzt halt alle Hauptsache Video mit Mois hochgeladen, ne? Hast du Angst, irgendwann zu viel auf deine Karriere gesetzt zu haben und zu wenig gelebt hast, oder bist du glücklich genauso, wie es jetzt ist? Meiner Meinung nach ist es so, jeder, der den Traum verfolgt, eines Tages mal irgendwo groß und erfolgreich zu sein, viel Geld zu verdienen und sich so mehr oder weniger sein eigenes Unternehmen und so sein eigenes Ding aufzubauen, ja. Jeder, der meiner Meinung nach so denkt, sollte dem auch nachgehen, weil das ist etwas, was einen in dem Sinne erfüllt. Es ist ja im Prinzip so, man macht sich oft verrückt dadurch, dass man irgendwie viel zu tun hat, dadurch, dass man irgendwie sich mies in eine Sache reinhasselt, aber man vergisst dabei dann so ein bisschen das Leben zu genießen. Das ist bei mir aktuell nicht so. Ich muss wirklich sagen, ich bin gerade in einem ganz guten Ausgleich. Ich gehe zum Sport, ich mache meine Videos, das, was mich glücklich macht, das, was mich erfüllt. Ich kann hier live streamen, ich habe hier eine geile Interaktion mit den Leuten, das macht mir Spaß. Hin und wieder habe ich Tage, da bin ich ein bisschen ernster drauf. Hin und wieder habe ich Tage, da bin ich energiereicher drauf. Dann habe ich Tage, da bin ich komplett lustig behindert drauf. Dann habe ich Tage, da bin ich ein bisschen am Arsch. Das gibt's alles, das ist alles normal. Aber im Endeffekt ist es das Allerwichtigste, dass man der Tätigkeit nachgeht, die man wirklich liebt. Und dass man in dem Fall auch noch einen Ausgleich dafür hat, um dann einfach ein geiles Leben leben zu können. Und das ist möglich, auch wenn man dabei ist, sich eine Karriere aufzubauen. Das heißt also, ich würde niemals sagen, dass ich jetzt irgendwie in meinem Leben was ausgelassen hätte oder dass ich irgendwie was vermissen würde oder irgendwas mega Wichtiges, worauf ich gerade verzichte, was ich später bereuen würde, weil ich es jetzt nicht gemacht habe. Also das gibt's bei mir aktuell auf jeden Fall nicht. Ich mache alle Sachen, die mir Spaß machen, und wenn mich irgendwas in meinem Leben stört oder wenn irgendwas mir als Ballast vorkommt, muss ich das einfach abwerfen, früher oder später, ja. Und gerade bei mir ist aktuell, Digga, ich bin ohne Scheiß so zufrieden, dass ich hier in meiner Stadt leben kann, in Stuttgart. Ich kann jeden Tag ins Gym gehen, ich kann meinem Sport nachgehen, ich kann mich gesund ernähren, ich kann mich mit Freunden treffen, ich kann hier meine Videos machen, ich kann meinen Spaß dran haben, ich habe hier meine Firma, meine Mitarbeiter, ich habe hier jetzt seit neuestem das Livestream, was mir echt mega Spaß macht. So, das sind für mich so essentielle Sachen, wo ich einfach sage, ganz ehrlich, mehr brauche ich auch gerade einfach nicht. Ich baue mir hier über eine längere Zeit was auf und gucke, dass ich damit natürlich einen Erfolg erziele. Aber aktuell ist es für mich so, es ist geil, so wie es ist, und ich kann dran arbeiten, und das erfüllt mich auf jeden Fall schon. Das ist, glaube ich, so eine der wichtigen Sachen im Leben. Was ist deine Motivation, ein Unternehmen zu führen, und war das schon immer dein Traum? Mein Traum war nicht immer Unternehmer zu sein oder Unternehmen zu führen oder sowas. Ich bin auch nicht so der klassische Typ, der jetzt Unternehmer ist und sich als der krasse Typ verkauft, der Geschäftsführer ist und die Mitarbeiter krumm kommandiert und was weiß ich was. Das ist nicht so mein Teil. So, ich bin in dem Sinne gerne Unternehmer, dass ich gerne mit einer Leidenschaft auch Geld verdiene und damit auch mir ein schönes Leben machen kann, natürlich irgendwo. Ich sehe mich jetzt nicht als der, der Mitarbeiter einstellt und die sie dann hier rumkommandiert. Wir haben ja auch in der Firma keine krasse Rangordnung oder sowas. Klar, wir sind die, die das Geld bezahlen. Das ist schon logisch, und bis zu einem gewissen Punkt muss da auf jeden Fall auch eine Rangordnung da sein. Aber es ist jetzt nicht so dieses Klassische, dass ich komme in den Raum rein, jeder hält die Fresse. Sag ich zu einem auf, oh, das ist der Chef und jetzt muss man sich hier benehmen. Es ist schon eher auf einer kumpelmäßigen Ebene hier bei uns im Unternehmen, was ich auch sehr gut und wichtig finde, weil wir auch in einem kreativen Job so tätig sind, weißt du? Welches Alter war für dich bis jetzt das Beste? Ich glaube nicht, dass man das so pauschal sagen kann. Also die beste Zeit meines Lebens hatte ich bisher definitiv, als ich so 19, 20 war, weil das war einfach die Zeit, in der hatte man keine Bedenken vor gar nichts. Das war die Zeit, wo ich den roten C63 hatte, Digga. Das war einfach nur so, niemand kann mir das Wasser reichen, ich bin der Krasseste. Ich bin 19 Jahre alt, ich verdiene mehr Geld als ein Arzt, ich fahre einen roten C63, Malaga, ich bin der Krasseste und flank die heftigsten Bitches. Das war so die Zeit, in der ich so dachte, Digga, wer zum Teufel will mich hier aufhalten, Digga, ja? Aber die ganzen abgehoben, hier mit Luca gerade im Chat, guter Mod von mir, mit dem haben wir gestern und vorgestern aggressive Jokes gemacht, dass ich abgehoben wäre. Ich bin aber nicht abgehoben, Leute. Ich bin super abgehoben. Boah, was Reden angeht, bin ich euch ganz ehrlich. An sich bin ich extrem extrovertiert, was sowas angeht. Und ich rede extrem gern eigentlich vor Leuten. Außer wenn es geplant ist. Wenn ich so weiß, okay, die Leute haben jetzt eine gewisse Erwartungshaltung mir gegenüber, weil ich muss jetzt was vorbereitet haben, was ich jetzt hier gleich auf der Bühne erzähle. Ich könnte die stärksten und die geilsten Sachen bringen, wenn man einfach zu mir sagt, von jetzt auf gleich, komm jetzt auf die Bühne und erzähl irgendwas. Oder laber irgendeine Scheiße oder so.
dann bin ich eigentlich am stärksten. Deswegen probiere ich mich bei sowas möglichst wenig vorzubereiten. Klar, ich baue mir irgendwo so ein Grundgerüst, wo ich sage, okay, das sind die wichtigen Punkte, die will ich sagen. Aber ich probiere mal hinzugehen und probiere so die Crowd ein bisschen aufzulockern. Ich weiß, da ist auf jeden Fall ziemlich viel Cringe-Potenzial am Start, dass du das da irgendwie verkackst, aber das ist meiner Meinung nach so das Beste. Ein paar Jokes mit einbauen. Und einfach probieren, die Crowd abzuholen, Digga. Was hältst du vom VW Scirocco als erstes Auto? Also ganz ehrlich, ich finde, man kann mit einem noch günstigeren Wagen starten. Ich würde mit so einem 300-Euro-Auto würde ich starten. No joke, die ersten 2-3 Monate würde ich damit fahren. Ich sag's euch ehrlich, wirklich fahren gelernt habe ich, als ich den Führerschein hatte. Das hört sich behindert an, aber das wird bei jedem so sein. Weil diese richtige Routine bekommst du erst rein, wenn du wirklich auf der Straße fährst und wirklich auf dich allein gestellt bist. Dann lernst du richtig fahren. Deswegen einfach, hol dir einfach ein Auto, wo du das hier völlig komplett Latte ist. Dieses erste Auto immer dann was Krasses holen, das macht gar keinen Sinn, Mann. Du wirst nur irgendwas kaputt machen, wo du dich drüber aufregst. Lern das Fahren mit einem Billigauto und dann hol dir das, worauf du wirklich Bock hast. Ist alles easy. Und es gibt übel viele 300-Euro-Autos, Mann. Das ist gar kein Problem. Ich habe gerade mein Abi gemacht, aber ich kann mir nicht vorstellen, was ich machen will. Ich weiß nur eins, nämlich, dass ich einfach gut Geld verdienen will. Meine Eltern sagen zwar immer, Geld ist zweitrangig, Spaß ist das Wichtigste. Aber glaube, ich kann bei der Jobwahl nicht so wirklich wahrnehmen. Deine Meinung? Digga, meine Meinung ist, das Allerwichtigste ist, guck mal, ich war am Anfang genauso. Bei mir war es am Anfang so. Digga, meine Intention Nummer 1 war, ich will safe Geld verdienen. Ich will unbedingt viel Geld verdienen. Ich will so viel Geld verdienen, wie es nur geht, okay? Und ich habe auf dem Weg dahin probiert, natürlich habe ich was gemacht, was mir Spaß gemacht hat, so ist nicht. Ne? Ich hab jetzt nicht irgendwie gesagt, okay, ich verkaufe jetzt hier meine Seele, um Geld zu verdienen. Aber für mich war immer so dieser Rang Nummer 1, ja, und ich muss unbedingt Geld verdienen, ich muss unbedingt krass werden, ich muss unbedingt reich werden. Hab mich auf dem Weg dahin, hab ich natürlich meine Moneten gemacht, meine Kohle verdient. Irgendwann habe ich so gemerkt, okay, ganz ehrlich, es ist geil, Geld zu haben, es ist geil, Geld zu verdienen, das ist auf jeden Fall auch wichtig. Aber man darf da jetzt nicht wirklich so diesen hundertprozentigen Fokus drauf setzen, dass du sagst, okay, ich mache alles nur wegen diesem Geld. Weil du wirst verrückt mit der Zeit. So, auch wenn du viel Geld verdienst und das alles funktioniert und klappt, so, das ist nicht das, was am Ende des Tages zählt. Du musst dir die Frage stellen, was macht mir extrem viel Spaß und wie kann ich dabei gleichzeitig noch viel Geld verdienen? Weil dann hast du was du wirklich gerne machst und du verdienst gleichzeitig noch viel Geld, weil Geld ist immer nur so ein Nebeneffekt. Geld muss das sein, was resultiert aus dem, was du gerne machst. Und dann hast du es geschafft, Digga. Das ist das Beste, was dir passieren kann. Und wenn du irgendwas hast, wo du drin aufgehst, was dich erfüllt und du gleichzeitig noch viel Geld damit verdienst, Digga, absolut Pockmann. Kann man nicht sagen.